Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Der Ausbau der schulischen Ganztagsangebote ist erklärtes Ziel der Landesregierung. Der gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder in Deutschland und die teilweisen Beitragsbefreiungen zeigen ebenfalls auf, dass den Regierungen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, leider nur mit Betonung auf Beruf, ein wichtiges Anliegen ist. Man muss sich aber hier fragen, warum eine an der Landesregierung beteiligte Fraktion auf Ebene des Landkreises die vorliegende Große Anfrage stellt. Jede der Fragen und Antworten legt nahe, dass eine Umsetzung der Fremdbetreuung hin zur verpflichtenden Wahrnehmung das Ziel ist. An anderer Stelle wird mittlerweile auch über die verpflichtende Kita diskutiert. Wir lehnen das als AfD entschieden als Eingriff in die elterlichen Rechte auf Erziehung ab. Alle Angebote müssen freiwillig bleiben. Dabei darf es zum Schutz der Familie nicht zu finanziellen Benachteiligungen der Eltern kommen. Von der Qualität der Kinderbetreuung, besonders der frühkindlichen Betreuung, hängen die spätere Gesundheit, Lernfähigkeit, Bindungsfähigkeit, soziale Kompetenz, Demokratiefähigkeit und damit letztendlich der Zustand unserer Gesellschaft ab. Wie wichtig die frühkindliche Phase für Mutter und Kind ist, das zeigt neben den vielen positiven Wirkungen auf die spätere Gesundheit und Resilienz der Kinder auch zum Beispiel die Korrelation zwischen langer Stilldauer und reduziertem Krebsrisiko bei Frauen. Wenn man die Antwort zur Frage 9 der großen Anfrage sieht, dann ist es in den Mittelzentren eine Betreuung ab dem zweiten Lebensjahr für fast alle Kinder, ca. 90%, gewünscht oder notwendig. Die Anzahl der U3-Plätze ist seit 2013 stark angestiegen, leider vorwiegend im Bereich der Kita und weniger in der Kindertagespflege. Aus der Antwort zu Frage 13 lässt sich aber schließen, dass hier weiterer Bedarf vorhanden ist. Die zeitlich begrenzten Angebote der Kitas sorgen mancherorts für zusätzliche Bedarfe. Für die Betreuungskontinuität, besonders für Kleinkinder, und aus Sicht der Kinder ist es notwendig, dass hier eine durchgehende Betreuung inklusive der Randzeiten oder auch eine noch flexiblere Betreuung ermöglicht wird. Gerade im Service- oder der Tourismusbranche tätige Eltern benötigen hier äußerste Flexibilität. Aus der Beantwortung der großen Anfrage ergibt sich, dass die Kinderbetreuung sowohl vorschulisch als auch während der Schulzeit immer teurer wird. Die Zuschüsse für bauliche Maßnahmen im Kita-Bereich von 20% durch den Kreis sind exorbitant gestiegen. Die Fördergelder für die Qualitätssteigerung der Mittagsangebote kommen noch dazu. Die Zuschüsse sind insgesamt begrüßenswert. Der limitierende Faktor einer hochwertigen Kinderbetreuung liegt jedoch neben den baulichen Voraussetzungen beim Personal, das laut Bertelsmann-Studie im Ländermonitor immer noch keinen guten Betreuungsschlüssel garantieren kann. Die Diskussion über die Erweiterung des Fachkraftschlüssels zeigt, dass konsequente Lösungen kaum zu erreichen sind. Hier wäre eine Übersicht für die Abgeordneten des Kreistages durchaus wünschenswert, aus der die Probleme im Bereich des Betreuungsschlüssels und der fachlichen Qualifikationen des Personals aufgeschlüsselt nach Kommunen erkennbar würde. Insgesamt werden zurzeit durch die Millionenbeträge aus Bund, Land und Kommunen nur bestehende Defizite ausgeglichen. Den Kommunen wurde durch die sogenannte Heimatumlage noch dazu eigenes Geld quasi wieder zurückgegeben. Die Höhe des abgefragten Investitionsbedarfs von 22 Millionen Euro zeigt Handlungsbedarf an. Im Bereich der Entwicklung von Schulen gibt es sehr unterschiedliche Angebote mit unterschiedlichen Nutzungsquoten. Das Ziel der Landesregierung ist der weitere Ausbau der Ganztagsbetreuung, was an sich begrüßenswert scheint. Hochwertige Betreuungsangebote sind gerade für den Bereich der Grundschule und der Sekundarstufe 1 wichtig und richtig, sollten allerdings unbedingt freiwillig sein, um den Eltern auch die Möglichkeit zu erhalten, ihre Kinder selber zu betreuen. Abschließend sei bemerkt, die Vorteile
der Stärkung von Familien und Kindern liegen deutlich auf der Hand. Vielen Dank.